Jahresrückblick 2019, Vorausschau 2020, was ist alles passiert, was wird noch hier passieren. Ich plaudere mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, einfach so ein bisschen so ein Labervideo zum Ende des Jahres. Heute ist der 31. Dezember, ich denke, viele von euch werden es heute noch sehen, die ein oder andere nicht. Das Jahr ist vorbei, man macht sich so Gedanken darüber, du machst dir bestimmt Gedanken darüber, wie war das Jahr 2019. Was habe ich alles erlebt, was habe ich geschafft, was habe ich an Ziele erreicht, was habe ich nicht erreicht, was habe ich für Vorsätze fürs neue Jahr 2020. Einfach mal so ein bisschen so ein Labervideo, nimm dir ein Bierchen, ein Käffchen, was auch immer, quatschen wir so ein bisschen, was hier so alles passiert ist. So ziemlich exakt vor einem Jahr habe ich hier mit YouTube überhaupt erst angefangen. Mein erstes Video war lediglich ein Imagefilm von mir, in der Hoffnung, irgendwie Sponsoren zu kriegen, in der Meisterschaft mitzufahren. Das hat in diese Richtung nicht funktioniert, so wie ursprünglich mein Plan war. Und wie das dann Ganze eigentlich zu dem ganzen Thema YouTube und Instruktionen und Videos bezüglich dessen kam, ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Also das erste wirkliche Video, was ich da gemacht habe, war das Thema Lenkerschlagen, was mache ich dagegen? Das war so eigentlich das einzige Thema, das ich gehabt habe, wo ich gesagt habe, da hätte ich ein Thema zu thematisieren quasi. Ne? Zu dem Zeitpunkt war mir nicht bewusst, dass da so viele Themen gibt und das hat sich auch im Laufe des Jahres erst irgendwo bereit gemacht. Naja. Am Anfang ist es halt so, du erreichst halt keinen Menschen, es interessiert sich vermutlich auch nicht so viele darüber, was du als unbekannte Person machst und so. Aber das Ganze ist relativ schnell gegangen, dank YouTube. Und dann sind mir immer mehr Sachen eingefallen, die ich quasi kommunizieren kann, die ich beibringen kann, weiterbringen kann. Und dann kam halt so eines zum anderen, dann wurde ich gefragt, hey Matthias, machst du auch Instruktionen mit mir, machst du ein Coaching? Und zu dem Zeitpunkt konnte ich das ja eigentlich gar nicht anbieten, wie auch. Ja, ich habe ja meinen Job gehabt, ich habe ja gar keine Zeit dafür gehabt im Endeffekt. Aber ich habe da so einen riesen Bedarf drin gesehen und habe mich mit dem Thema Coaching auseinandergesetzt, quasi dieses Jahr noch, 2019 im Februar, sowas in dem Dreh. Und die Schwierigkeit lag natürlich da drin, erstens, was verlangst du, b, wie soll sich das finanzieren, c, was kostet sich das alles, die Unkosten, du brauchst einen Veranstalter, wo du das anbieten darfst, etc., riesen Ding. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich irgendwo 1000 Abonnenten, ich weiß es nicht, irgendwo so in den Dreh. Und dann gehst halt her und schreibst ein paar Veranstalter an, die dich natürlich alle nicht ernst nehmen. Zu dem Zeitpunkt bis auf einen. Und das war, muss ich ihm heute noch sehr, sehr hoch anrechnen, der Frankie von Gehamoto. Frankie, danke, dass du von Anfang an mich geglaubt hast. Ist nicht bei jedem so. Jetzt im Nachhinein würden sehr, sehr viele kommen. Aber ich bin natürlich treu und bleib da, wo ich irgendwo angefangen habe. Und dann habe ich meine ersten Instruktionen gemacht dieses Jahr, meine ersten Events, habe da viel dazugelernt, habe quasi auch nicht nur der Schüler hat gelernt bei mir oder der mich gebucht hat, sondern ich selber habe insofern gelernt, dass ich gemerkt habe, wo ist der Bedarf, wo muss ich ansetzen, damit jemand... damit ich eine neue Thematik habe. Also ich habe Leute kennengelernt, habe festgestellt, die haben die und die Probleme. Und dabei habe ich dann wieder neue Themen gefunden, neue Videos generieren können. Und das Repertoire wurde quasi immer größer und größer und größer. Und die Ideen wurden immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und so hat sich das jetzt über den Laufe dieses Jahres gezogen, viele Events gemacht, bin sehr viel unterwegs gekommen. Dann kam natürlich eines zum anderen, dann haben jetzt Kawasaki, für die ich quasi 2020 Markenbotschafter bin. Dann kam jetzt noch ein Reifenhersteller dazu und dann kommt 1000 PS dazu, wo ich zum Beispiel jetzt im Januar meinen ersten Einsatz habe in Bahrain, die neue Ducati V4 Panigale testen darf im Rahmen von 1000 PS, also quasi auch für 1000 PS das Video machen darf und so. Also da kommt jetzt eines zum anderen und ich habe jetzt noch einen kurzen Rückblick gemacht, was in diesem Jahr so passiert ist und unglaublich schnelllebiges Jahr gewesen, wahnsinnig schnell, das verging für mich quasi wie im Flug, weil so viel passiert ist, so viel in kürzester Zeit passiert ist
Und man kann jetzt auch sagen, ich habe jetzt nach einem Jahr YouTube 12.000 Abonnenten generiert, also euch, die mir quasi folgen und die anscheinend dieses ganze Thema interessant finden. Die Schwierigkeit für mich lag eigentlich darin, das Ganze zu finanzieren. Es war ein riesen Thema. Ich hatte das Glück, dass ich von meiner Firma her, von meiner Werkstatt her, ein bisschen Puffer übrig hatte, was ich quasi ausgeben konnte oder beziehungsweise was mir erlaubt hat, mehr Zeit in das Thema YouTube, Motorradfahren etc. zu stecken. Aber mir war klar, dass dieser Puffer einfach nicht lange halten wird und ich musste irgendwo eine Lösung finden. Sonst wäre das früher oder später, hätte das einfach nicht mehr funktioniert und ich hätte jetzt keine Videos mehr gekriegt, ich hätte keine mehr machen können, hätte nicht mehr meine Fantasie da reinbringen können, mein Gefühl, meine Erfahrung, mein motorradliches Wissen und so weiter. Also das wäre halt irgendwo untergegangen. Wäre sehr, sehr schade gewesen. So, da ich das, also warum ich das eigentlich überhaupt noch machen habe können, hat zwei sehr, sehr, sehr große Gründe. Das ist zum einen, dass ich vielen von euch die Mitgliedschaft anbiete, um mich selber zu kontaktieren, mir Fragen zu stellen, Livestreams zu kriegen etc. Das ist zwar nicht so, dass ich davon leben könnte, aber es gibt mir zumindest einen gewissen Puffer und es gibt mir, ich kann zumindest ruhiger schlafen. Ne? Also ich kann mehr Zeit in das Ganze investieren. Wenn das nicht gewesen wäre, wäre es nicht mehr. Und zum anderen wäre es auch schon lange nicht mehr, wenn mir im Mai diesen Jahres nicht die Thematik oder die super Idee eingefallen wäre, hier mit diesen Tracksheets. Da wo ihr schon die Tracksheets von Brünn etc. habt ihr ja schon dieses Jahr gehabt. Brünn, Rijeka, Pannonia-Ring, Slowakia-Ring, Lausitz, Misano etc. Die ganzen Strecken, die ja schon vorhanden sind. Und es sind jetzt eben auch neue Strecken hinzugekommen. Die habe ich ja schon angekündigt. Und wir haben jetzt Oschersleben, wir haben Sachsenring, wir haben Zolder und wir haben den Nürburgring, die Grand Prix-Strecke. Habe ich zusammen mit 50 gemacht. Die sind jetzt schon online, die sind kaufbar. Und da mich so viele angefragt haben, dass ihnen die Pakete, die Zusammenstellung der Paketen nicht gefällt, habe ich jetzt Folgendes entwickelt oder freigestellt, dass man sich die Tracksheets auch einzeln, also dass man sagt, okay, ich möchte jetzt nur Oschersleben, ich möchte jetzt nur Brünn oder ich möchte Brünn, ich möchte Most, ich möchte Misano, ich möchte Zolder. Und ich kann mir das jetzt selber aussuchen, ich kann mir die einzelnen Strecken zusammensuchen. Die Pakete direkt als vier Stück zum Auswählen, das schaffe ich technisch über die Homepage nicht, da bin ich nicht dazu in der Lage. Da bräuchte ich wieder einen ITler, der das macht mit irgendeinem Buchungssystem, das schaffe ich selber nicht. Deswegen entweder man nimmt die vorhandenen Pakete jetzt oder man nimmt dann einzelne Rennstrecken. So, das biete ich euch jetzt an. Wer die Tracksheets noch nicht kennt, sind vielleicht auch ein paar dabei. Die Tracksheets sind im Endeffekt die DIN-A4 Blätter. Pro Rennstrecke eine und da steht halt zum einen die Ideallinie drin, zum anderen, wenn es dort vorhanden ist an den gewissen Stellen, die Bremspunkte, die Einlenkpunkte und alles, was man halt zu gewissen Kurven wissen muss. Warum musst du hier rechts innen bleiben? Warum solltest du hier innen bleiben, damit du einen besseren Anschluss hast? Was ist hier wichtig? Auf was musst du hier achten? Hast du hier irgendwelche Anhaltspunkte, weil das blinde Ecken sind? Wenn du zum Beispiel hier am grünen Fleck nach den rechten Curbs innen, immer noch innen bist und dann erst ans Gas gehst, dann passt es perfekt, dass du am Ausgang nicht zu weit nach außen kommst, aber trotzdem den Platz nutzt etc. Die langsamsten Punkte sind drin, die Gänge sind drin, die Gänge sind ausgerichtet auf also 1000 Kubik Motorrad mit Serienübersetzung plus minus, bisschen kürzer vielleicht. Also das passt ganz gut eigentlich. Wir haben das relativ gut abgeglichen, dass das so für die Standardübersetzung passt. Also wie gesagt, die Tracksheets sind jetzt schon zur Verfügung für Oschersleben, Zolder, Sachsenring und Nürburgring Grand Prix. Das sind jetzt die neuen. Und die Tracksheets gibt es jetzt auch einzeln zum Downloaden. Also einzelne Strecken. So. Das sind die zwei Dinge, warum das überhaupt noch hier Videos geschehen. Das andere ist die Instruktionen, die ich natürlich angeboten habe, wo ich mein Exklusivcoaching, mein Tagestraining mit jemandem von euch gemacht habe und so. Da könnte man meinen, das wäre eigentlich so der große Hype gewesen, wo ich quasi das Ganze finanziert hätte. Das ist aber nicht so, weil die Umkosten einfach zu groß waren.
Also ich habe das Jahr jetzt abgeschlossen, habe das Jahr ausgerechnet und habe eine Miese von 15.000 Euro gemacht, einfach anhand den riesengroßen Umkosten. Du brauchst zwei Motorräder, du brauchst eins für langsame Leute, du brauchst eins für schnellere Leute, du brauchst zu viel Reifen, du brauchst Sprit, du brauchst Bremsen, du brauchst ein Fahrzeug, wo du hinfahren kannst, du musst essen, du musst schlafen, du hast Verschleiß, die ganzen Ölwechsel, allein was ich Öl durchbrenne im Jahr, das ist unglaublich. Also 25.000 Rennstreckenkilometer, kannst du dir vorstellen, was da alles passiert. Und da ist es natürlich so, dass die Instruktionsgebühren für einen gut betuchten Menschen oder für mittelständischen Menschen sehr teuer sind und für mich eigentlich immer noch zu wenig. Und das ist halt die Schwierigkeit. Also damit habe ich das nicht finanziert. Ich habe das eigentlich nur gemacht, weil ich halt Bock drauf hatte. So, ich werde die Instruktionen nächstes Jahr aber wieder noch machen. Die Termine sind ja schon zu 95% im Kalender. Sind auch schon ein paar, sehr viele gebucht schon für nächstes Jahr. Also war ich echt überrascht, dass ein Event im Mai heute schon ausgebucht ist. Also wirklich, wow, toll. Das Ganze wird mir nächstes Jahr ein bisschen erleichtert, weil mir ein paar Kosten abgenommen werden von ein paar Herstellern, die mich quasi unterstützen, sponsern, Product Placement machen und so. Was natürlich hier das Ganze wiederum den Vorteil gibt, dass es einfach diese Videos noch länger gibt. Also das ist letztendlich, du kriegst ja von mir kostenlose Videos, die dir weiterhelfen, sicherer und schneller auf der Rennstrecke zu fahren oder auch auf der Straße, je nachdem. Und diese Videos musst du ja quasi nicht bezahlen, aber ich habe halt den Zeitaufwand. Und der Zeitaufwand ist halt irgendwie so, dass das halt schon mehr als ein Vollzeitjob ist bei mir. Also wenn ich so eine durchschnittliche Woche bei mir hat 60, 65 Stunden für YouTube und für Motorradfahren. Unglaublich. Unglaublich, was da Zeit drauf geht. Das ist unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Ja, sehr, sehr viel passiert. Ist mittlerweile im Vollzeitjob. Witzigerweise, ich denke, dass ich mit meiner Werkstatt früher besser gelebt habe, was den Lebensstil, den Lebensstandard, die finanziellen Mittel anbelangt. Das andere ist, dass das aber nicht so erfüllend war wie das, was ich jetzt mache. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich meine Unkosten. Ich habe Haus gekauft, ich muss das abbezahlen, ich habe ein Auto, das ich abbezahlen muss, ich habe eine vierköpfige Familie zu Hause, es muss ja Heizöl getankt, 4000 Liter etc. Das ist ja alles ein Wahnsinn. Also, es muss letztendlich irgendwo in die Richtung gehen, dass halt auch man leben kann davon, damit ihr kostenlose Videos kriegt. Hört sich paradox an, ist aber tatsächlich so. So, und da versucht man natürlich Mittel und Wege. Man versucht was zu verkaufen, muss man irgendwo schauen. Und natürlich kriegt es auch ein bisschen Werbung, egal ob das jetzt bei für Kawasaki ist oder so. Weil das einfach Hersteller sind, die einen unterstützen. Und dann ist es halt, da muss man quasi als du die Werbung akzeptieren, damit man kostenlosen Content kriegt. Es ist auf YouTube einfach so, es funktioniert nicht anders, es ist bei allen so, außer jemand hat so viel Geld, der sagt, es ist mir egal, ich nehme jedes Jahr 60.000 Euro in die Hand, für das ich das machen kann, aber das wird nicht passieren. So, das ist einfach die Wahrheit über das Leben eines YouTubers. Ich bin nicht der typische YouTuber, ich bin auch nicht der typische Influencer, ich will das eigentlich gar nicht sein. Ich will mich abheben mit wirklich sehr, sehr hochwertigem Content, der natürlich irgendwo auch Substanz hat, ne? Und nicht nur Unterhaltung ist, sondern unseren Sport. Also mein Ziel ist halt im Endeffekt einfach, unseren Sport ein Stück weit sicherer und vielleicht auch den einen oder anderen schneller zu machen. Und der Sport lebt ja auf, man sieht es. Es gibt immer mehr Veranstalter, es gibt immer mehr Events, es gibt immer mehr Leute, die Fuß fassen darin, die das Blut geleckt haben, die nicht mehr Straße fahren wollen. So, Thema Straße fahren. Ich werde jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit nächstes Jahr einen Führerschein machen. Ist tatsächlich so. Ich bräuchte ihn persönlich privat nicht. Aber es würde mir halt geschäftlich gesehen, Bezug Kawasaki, Bezug 1000 PS, einfach mehr Möglichkeiten geben. Und von dem her muss ich ihn machen. Also das ist ein Invest für mich, um einfach da mehr anbieten zu können, auch für die Motorradtests in Zukunft bei 1000 PS, für die Superbike-Tests, die auch mal auf der Straße sind oder so. Und ich hätte einen Haufen Angebote, wenn ich einen Führerschein hätte. So, jetzt könnte man sagen, nee, der Führerschein ist für mich nicht gut. Ich habe mein Markenzeichen, ist ja quasi ohne Führerschein zu fahren und so. Ja, das bleibt auch mein Markenzeichen, weil ich habe ja quasi ohne Führerschein angefangen und bin trotzdem hier in diesem Klientel eingestiegen und habe Fuß gefasst. Obwohl ich keinen Führerschein hatte. Das wird auch immer mein Markenzeichen bleiben, dass ich keinen hatte und es bis hierher geschafft habe. Und jetzt mache ich den Führerschein einfach, weil es
weil es wirtschaftlich vernünftig ist. Ist einfach so. Und vielleicht kann ich dann auch die ein oder anderen Erkenntnisse sammeln für einen Straßenfahrer, was ich dann auch noch weitergeben kann. Also da kommt bestimmt einiges dazu, was ich dazulerne damit und hier wieder mit euch quasi teilen kann. So, das war eigentlich so ein kurzer Rückblick und eine kurze Vorschau, was passieren wird. Natürlich fragt ihr euch, kommen jetzt Videos weiterhin? Natürlich, es kommen weiterhin Videos. Also es ist mein voller Plan, hier zu investieren, hier weiterzumachen, weiterhin Videos zu bringen. Sämtliche Thematiken, Tests, Motorrädertests, Produkttests, alles, was hier in diesem Bereich natürlich reinkommt. Mein Wunsch wäre so für 2020 auch mehr Videos in Richtung Filme zu bringen, also so hochwertige Filme zu erstellen. Filme in Hinsicht nicht nur ein 10-Minuten-Video, wo ich hier was kurz erkläre, sondern wirklich richtige Dokumentationen. Ich möchte gerne Dokumentationen machen, sei es über die Superbike-WM, sei es über die MotoGP, sei es über eine Herstellung von einem Motorrad. Also wirklich hochwertig längere Filme zu machen. Das wäre einfach jetzt mal so eine Illusion, so in die Kristallkugel geschaut. Das Ganze umzusetzen wird relativ schwierig, weil es natürlich wieder ein Kostenfaktor ist. Weil wenn du so Filme machst, brauchst du ein Team, du brauchst Leute, die dir helfen. Du kannst das nicht immer als der Selfie-Kameramann machen, sondern du brauchst halt wirklich ein Kamerateam. Du musst reisen, du brauchst sehr, sehr viel Zeit, du musst Pläne schreiben, Skripte schreiben etc. Also das geht halt sehr, sehr hochwertig rein und sehr aufwendig rein. Das wäre aber so mein Wunsch, also da einfach mehr zu machen, so das Thema Faszination Motorrad, da wirklich hochwertige Filme zu bringen. Und mir macht es nach wie vor irrsinnigen Spaß, weil einfach in der Thematik für mich mehrere Eigenschaften, die mir Spaß machen, zusammenkommen. Das ist zum einen, hast du das Thema Geschichte erzählen. Es ist immer, jedes Video ist eine Geschichte. Ich erzähle euch eine Geschichte über das richtige Motorradfahren oder über das, was ich erlebt habe oder über das, wie was funktioniert. Es ist immer eine Geschichte. Es ist zum anderen immer die Thematik Motorrad mit drin. Und es ist auch zum anderen die Technik, die mich sehr interessiert. Und ich versuche natürlich, meine Videos immer zu verbessern, sei es in Sachen Video, sei es in Sachen Ton, sei es in Sachen Licht, sei es in Sachen Geschichte erzählen, da kann man auch sehr, sehr viel lernen. Also wenn ihr bemerkt habt, meine Videos in der letzten Zeit, möchte ich jetzt behaupten, sind technisch sehr, sehr viel besser geworden als die ersten. Und das ist nicht nur, weil die Kameras teurer werden, sondern das ist, weil ich mehr lerne darüber, die Geschichte richtig zu erzählen. Von Anfang, Mitte und Ende. Also das ist tatsächlich ein Riesenthema. Manche Leute müssen für sowas in die Filmschule gehen, damit sie sowas machen können. Und ich eigne mir das an, weil ich zum Beispiel andere YouTube-Videos drüber schaue, von Leuten, die sich damit auskennen. Und das und davon habt ihr im Endeffekt auch wieder was, weil ihr eine Geschichte bekommt, die ihr besser versteht und die für euch interessanter ist und so weiter. Und da gibt es tatsächlich auch ein paar YouTuber, meistens aus dem englischsprachigen Bereich, auch einer aus dem deutschsprachigen Bereich, die ich da in der Hingehend folge und die mich inspirieren. Und deswegen weiß ich, wie toll das ist, wenn man jemanden hat, zu dem man aufschauen kann und sagen, hey, der macht eine coole Sache. Und da bin ich zum Beispiel mittlerweile auch so, dass ich die auch unterstütze, weil ich weiß, wie toll das ist, wenn mich jemand unterstützt. Und dann gebe ich das quasi an dem wieder zurück, weil ich weiß, okay, ich hätte das und das nicht gekonnt, wenn der und der nicht gewesen wäre. So. Und da gibt es auch von euch ein paar, also muss ich wirklich Hut ab sagen, danke. Leute, die mich anschreiben, kontaktieren und sagen, hey, gib mir mal einfach deine Kontonummer oder so. Also total strange. Da hätte ich früher gesagt, nee, um Gottes Willen. Und heute, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass man sagt, danke, Respekt, danke für deine Spende. Das ist Hut ab. Da gibt es wirklich ein paar Leute da draußen, die da sehr, 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 sehr großzügig sind. Und das ist schon, muss ich nochmal großen und ganzen Danke sagen. So. Zwei Veranstalter für nächstes Jahr, das ist einmal, wie gesagt, GH Moto und Speer Racing. Ich habe mit diesen zwei Veranstaltern einfach eine gute Bindung, das ist eine gute persönliche, eine gute private Bindung, eine gute geschäftliche Bindung. Wir teilen dieselbe Philosophie und deswegen machen wir auch zusammen unsere Events. Da möchte ich natürlich auch nochmal Danke sagen an den Frankie und an den Wolfgang vom Speer, dass wir so schöne Zusammenarbeit dieses Jahr hatten und ich freue mich natürlich auf eine noch viel ausgiebigere Zusammenarbeit 2020. So, lang gelabert, aber das muss natürlich auch mal sein.
vielleicht einfach, dass ihr ein bisschen so wisst, was ich so denke, was ich erlebt habe, was ich vorhabe, was euch erwartet und so weiter. Das ist kein Video, was durch die Decke gehen wird, das spielt auch gar keine Rolle, aber ich denke, ein paar von euch sind sehr interessiert daran und deswegen ist es vielleicht auch das richtige Thema so zum Jahresende. So, es würde mich interessieren, was du vielleicht in Sachen deiner Lebensqualität, deinem Thema Motorrad erlebt hast 2019, was du dir vorgenommen hast für 2020, Vorsätze, gibt es irgendwelche Vorsätze? Ich habe eigentlich so gut wie keine Vorsätze, weil ich bin der Meinung, dass ich nicht viel falsch gemacht heuer habe. Das Einzige, was ich vielleicht mir ein bisschen vornehme, ist ein bisschen weniger Bier zu trinken, weil das setzt sich ein bisschen an auf den Rennstrecken. Ich bin so viel unterwegs gewesen und jeder will mit mir ein Bier trinken und ich muss jeden Abend 2-3 Bier trinken, wenn ich auf, das ist ein Wahnsinn. Also das muss ich, bitte nehmt mir kein Bier mehr mit, das hat ein Teufel gesehen. Also ich muss das jetzt mal für 2020, weniger Alkohol, definitiv weniger Bier. Das ist mein Vorsatz, mein einziger. So, heute ist 31. In 2 Tagen am Donnerstag, am 2. Januar geht es nach Valencia, erstes Event des Jahres. Ich bin schon wieder ein bisschen fickrig, endlich wieder aufs Motorrad zu kommen. Ich war jetzt tatsächlich 2-3 Wochen nicht mehr am Bike, also wird Zeit. Okay, danke dir für das tolle Jahr. Wir starten gemeinsam ins nächste Jahr. Bis dahin. Ciao. So. Schauen wir mal, ob wir das gut gemacht haben. Aber.